Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn Sie uns die ganze Woche begleitet haben, dann wissen Sie, dass wir momentan kulinarisch in Vorarlberg unterwegs sind. Und da haben wir uns eine besonders sympathische Köchin geschnappt. Sie hat eine eigene Kochschule, sie hat eine Gewürzwerkstatt, sie heißt Karin Kaufmann. Aber eigentlich könnte man auch zu ihr sagen Olivia Newton-John. Hallo. Ich merke gerade rot, Servus Silvia. Schaut sensationell aus, Wahnsinn. Was machen wir denn heute, Karin? Gut, heute machen wir Buchtel mit Vanillecreme und dann gibt es eine lackierte Lachsforelle. Ja, das Buchteln in dem Outfit. Auf lauwarmen Karotten. Wahnsinn. Ja, ich... Super schaust aus, wirklich mega, 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 was du arbeitest und ich schaue, dass ich nicht schmutzig werde, das oder? Das ist eigentlich mein Credo. Also, ich würde sagen, wir starten mit dem Hefeteig. Ja. Wir brauchen Mehl. Mehl haben wir da, glaube ich, schon Mehl ist da drin, hergerichtet. Ja. Dann brauchen wir natürlich frische Hefe. Hey, das ist jetzt ein Würfel Hefe. Nein, das ist jetzt ein bisschen weniger. Zu viel Hefe geht zwar schnell auf, aber es ist vom Geschmack her dann. Schmeckt man die Hefe dann beim Essen. Das wird jetzt mit etwas kaltem Wasser. Mhm. Zwei, drei, ganz wenig. Ein bisschen. Jawohl. Und wenig Hefe bedeutet, dass der Teig länger gehen muss. Mhm. Also es braucht eigentlich nur ein bisschen mehr Zeit, ist viel bekömmlicher und auch viel besser. Mhm. Gut, da haben wir jetzt Butter und warme Milch. Wie viel brauchst du denn von der Butter oder alles, was da ist? Nein, nicht so viel, das schneiden wir runter. Also lieber zu viel Butter wie zu wenig. Vor Hefe hat man immer ein bisschen Respekt beim Kochen, finde ich. Wie nimmst du mir die Angst vor dem Hefeteig? Eben. Und zwar deshalb, Hefe mag zwei Sachen nicht. Die Hefe mag kein Salz, das zerstört die Hefekulturen. Und das zweite ist, die Hefe mag nicht sehr warm. Also über 50 Grad, dann ist der Hefeteig auch dahin. Und deshalb machen wir es so, dass wir jetzt eben die Butter zuerst schmelzen und dann die kalte Milch hineingeben. Somit haben wir ganz sicher kein zu warm, nicht zu warm. Und dann eben abgedeckt. Ich lasse sie zum Beispiel nicht an einem warmen Ort gehen, die Hefe, sondern ich lasse sie an einem kühlen Ort gehen. Eben weil diese Zeit, die tut der Hefe gut. Gut, dann braucht man das schmilzt, dann haben wir da Zucker. Das ist ein sehr zarter Zucker, ist das ein Spezialzucker? Das ist ein Backzucker, das ist eben der Klump, ne? Den muss man nicht sieben und der löst sich auf wie Staubzucker. Okay. Kommt der kommt da rein, ich gebe es dir, dann kannst du das machen. Wie viel ist das jetzt ungefähr, weißt du das? Zucker? 100 Gramm. Dann nimmst du gerade den Löffel und verrührst es. Die Butter ist jetzt flüssig, das reicht uns. Dann kommt eben die Milch dazu. Eben auch hinein. Und die Hefe darf ich dazugeben? Und jetzt kommt die Hefe dazu. Genau. Dann brauchen wir noch Eier. Zwei Dotter und ein Ei. Ja. Am Schluss immer Salz. Ah, jetzt doch Salz? Salz schon, aber das Salz darf nicht direkt in die Hefe kommen. Also wenn du die Hefe mit dem Salz stehen lässt, dann geht er nicht mehr auf. Okay. Also Hefeteig braucht eigentlich relativ viel Salz. Gut. Und jetzt? Das war's. Jetzt kommt es in die Küchenmaschine. Jetzt wird geknetet. Jawohl. Auf kleinster Stufe. So, Frau Kaufmann, was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, die Zitronenzesten reinzugeben. Ist das kein Problem, wenn man das nachher macht? Nein, also es ist besser, wenn es mit verknetet, aber es gibt eine Frische für den Teig. Ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, das würde reichen. Ja. Dankeschön. Dann nochmal eine Runde, ja? Genau. Fangen wir nochmal an, jetzt quasi. Haben wir's? Ja. Ich glaube. Das war's. Gut. Oder? Das befreie ich da so mal von dem. Genau. Hab sie. Gut, jetzt
darf der sich zur Ruhe setzen, eine Zeit lang. Ich decke das eigentlich immer mit einem Teller ab. So sollte das ausschauen im fertigen Zustand. Tellerchen drauf und dann geht er schlafen. Genau. Dann machen wir einen Vanillepudding, aber einen selbstgemachten Vanillepudding. Oh. Falls Sie die genauen Angaben haben wollen von unseren Rezepten, ist das natürlich kein Problem. Wir haben alle Rezepte für Sie zusammengefasst auf extra.orf.at im ORF Teletext. Weißt du die Seite auswendig? Teletext Seite 356. Sehr gut. Dann tv.orf.at/Silvia Kochzimmer und ORF Nachlese. Gibt es auch noch alle Rezepte. Gut, dann nehmen wir jetzt da einen Topf und wir brauchen eine Vanilleschote. Natürlich. Wir können es halbieren. Aufschneiden, Mark rauskratzen. Ja, genau. Aufschneiden, Mark rauskratzen. Dann brauchen wir da. Magst du das machen? Ja, gerne. Da hätte ich jetzt das Mark. Genau. Die Schote geben wir schon in den Topf und ja, das Mark kommt in die Milch. Die zweite Schote auch in den Topf. Nein, das reicht. Reicht es? Wir sind sparsam mit der Vanille, ach, weil Vanille ist teures Gewürz. Teuer und rar im Moment. Da kommt jetzt so circa 100 Milliliter. Mhm. Schütte ich da rein. Sagst du Stopp? Oder einfach alles Stopp. Rein? Stopp. Ja. Zuerst einmal auflösen, ja? Genau. Mit den Eiern, mit dem Zucker. Den Zucker schütte ich da schon eine. Mhm. Genau, und die Eier. Da, jawohl. Vier Dotter. Vier Dotter. Dam, dam, dam. Na, die glühen. Jawohl. Parallel dazu geben wir die restliche Milch in den Topf und kochen die Milch auf. Ich nehme, glaube ich, einen Schneebesen, oder? Ja, das soll wirklich ganz, also das, da darf kein Klumpen mehr drinnen sein. Gut. Passt das? Ja, und jetzt ist wichtig, dass es hier kocht. Mhm. Es kocht. Und jetzt tust du es langsam rein und rührst aber sofort. Wir haben ja Gott sei Dank einen großen Topf. Schneller, einfach so flüssig rein. Und dann merkst du, dass es dick wird, ja, oder? Genau. Ich bin nur neugierig, ob das jetzt besser ist als wie der Backerlpudding. So hat man den früher überall gemacht. Ja. Und der würde sich auch, also, der ist eigentlich relativ einfach gemacht. Ja. Und vor allem, man weiß, wo die Eier herkommen, man weiß, wo die Milch herkommt. Muss man auf der Flamme sein oder nicht mehr? Eher schon. Zur Sicherheit haben wir einen Pudding vorbereitet. Ich sage es so, wie es ist. Auch ein selbstgemachter. Der steht eben hinter uns, glaube ich, habe ich den vorbereitet. Das ist ein bisschen Schwerarbeit. Kochen ist Handwerk. Lass mal's gelten. Ja, sicher. Also. Was? Weg damit? Jetzt kommt da eine Klarsichtfolie drauf, mhm, direkt auf den Pudding. Mhm. Dann bildet es keine Haut. Und dann muss er kalt gestellt werden. Okay. Sollen wir das machen? Jetzt nur über den heißen drüber, habe ich das richtig verstanden? Aber direkt auf den, also nicht über den Topf, so, sondern es muss direkt auf den Pudding. Mhm. Warte mal, das machen wir jetzt gerade miteinander. So, und das kommt da rein. Es mhm, muss direkt drauf. Und dann hat man das Problem nicht, dass man eine Haut hat. Mhm. Und die löst sich dann total gut. Das gehen wir jetzt da hinten hin. Dann haben wir da nämlich. Tada. Tada! Einmal schon fertig. Einmal fertig. Ja. Und der muss kalt sein. Und da heben wir jetzt, das ist das Besondere an meiner Vanillecreme. Jetzt machen wir die Creme. Jetzt haben wir einen Pudding. Ja. Und jetzt kommt geschlagener Rahm drunter. Okay. Dann nehmen wir noch einen Schuss Orangenlikör. Mhm. Und eben den geschlagenen Rahm. Den habe ich im Kühlschrank. Und einfach dann unterheben mit der Teigkarte. Ganz toll. Lecker. So. Und jetzt einfach so schlampig unterheben. Mhm. Also das soll man jetzt auch nicht mehr, darf ein bisschen auch weißes sein, also es darf auch zweifärbig sein. Mhm. Und das kommt dann in den Kühlschrank und kalt stellen. Mache. Dann haben wir da einen Buchtelteig. Auch schon vorbereitet. Mhm. Der ist jetzt gegangen. Wie lange hätte unser Teig gehen müssen? Unser Teig geht ungefähr 1,5 Stunden. Also so eine Maßeinheit ist oder so eine Regel ist, er soll ungefähr doppelt so hoch sein. Und beim süßen Hefeteig ist auch, wenn er zu lange geht, mhm, dann fällt er zusammen. Dann
holen wir den raus. Da haben wir ein bisschen Mehl da drüben, oder? Auf die Fläche? Auf die Fläche. Wenig, es reicht eh schon. Jawohl, den holen wir raus. Dann, der greift sich schon ganz schön an. So. Da machen wir jetzt auch wieder so regelmäßige Rollen, damit man wieder mit den Buchteln, damit man die gleich großen Buchteln hat. Wie groß sollen die sein? So? Ja, ungefähr so. Und überall gleich breit muss die Rolle sein. Weißt du, dass da immer dieselbe Größe, damit es dieselbe Größe gibt. So. Passt schon. Dann haben wir da eine passierte Marillenmarmelade. Jetzt müssen wir die abstechen oder wir machen Stücke. So, sagen wir so. Und jetzt? Gut, jetzt machen wir Buchtel. Dann würde ich jetzt einmal so die macht auch irgendwie jeder anders, einfach raus. Es muss ein bisschen größer sein, damit man die Marillenmarmelade natürlich einfüllen kann, oder? Dann nehmen wir so ein Stück in die Hand. Sollen wir es gemeinsam machen? Ja, selbstverständlich sollen wir das gemeinsam machen, weil sonst geht das so, damit es so genau. Und dann kommt da Marmelade hinein. So. Und jetzt, da hat jeder so seine eigene Technik. Ich nehme es da so zusammen, damit mir die Marmelade nicht weg kann und drücke es unten fest. Geht's da? Das ist die Technik? Das ist meine Technik. Also gar nicht so blöde Technik. Und ganz zumachen, weil wenn die Marmelade rauskommt, dann das ist nicht so gut. So, und dann schnappt man die Buchtel und setzen sie in die Form. Und das war's? Das war's. Super, das machen wir. Und das machen wir jetzt, bis die ganze Form voll ist. Machen wir das jetzt, oder was? Ja, sicher. Hast du ja angezettelt. Du wolltest das so. Da darfst du aber nicht so viel Marmelade nehmen, sonst reicht es dann nicht mehr. Wirklich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die kann man übrigens, die Buchteln kann man auch mit sehr reifen Zwetschgen füllen oder mit reifen Marillen. Also man muss nicht einmal zwingend Marmelade nehmen. Ein Traum. So. Und jetzt kommen dann ein paar Butterflocken drauf. Dann würde ich sie noch einmal eine halbe Stunde stehen lassen und dann in den heißen Ofen geben. Auf wie viel Grad? Auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt werden Sie sich fragen, Sie haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Natürlich haben wir die Buchteln für Sie schon vorbereitet. Also ein bisschen sind wir schon in der Übung. Die haben wir da versteckt. Jawohl. Dann lasse ich Sie einfach gehen und nachher ins Rohr. Jetzt machen wir jetzt so fertig. Die lassen wir jetzt ein bisschen aufgehen. Wenn man die jetzt sofort in den heißen Backofen gibt, dann geht es nicht so gut auf und dann sind sie patschig. Dann warten wir einfach, weil wir haben ja schon ein bisschen uns im Vorhinein gespielt. Gut. Auf einer Skala von 1 bis 3, welchen Schwierigkeitsgrad gibst du an die Buchteln? 1 leicht, 3 schwer. 2. Also es braucht ein bisschen Übung. Man muss ein bisschen Geduld haben, finde ich. Die größte Übung bei Hefeteig und bei Germspeisen, bei Süßen, ist wirklich die Geduld. Du hast noch eine Vorspeise mitgebracht. Ja. Was gibt's das noch? Ist eine lackierte Lachsforelle. Das hat einen asiatischen Touch. Wir machen den Sirup, Sojasauce. Dann haben wir da. Messen wir den Herd irgendwie? Ach, du bist auf 2, ja? 2 Esslöffel Honig. Das ist eine ganz spannende Kombination. Den Löffel lassen wir gleich drinnen. 1 Esslöffel grober Senf. Dann nehme ich einfach ganz einen großen Teelöffel. Ja. Dann 2 Esslöffel. Was ist das? Rosa Beeren. Schinusbeere nennt sich das. Das ist kein Pfeffer. Man sagt oft, das ist Pfeffer, aber das ist mild und hat hinterher ein bisschen Schärfe. Das wird jetzt aufgekocht. Und das muss jetzt 5 Minuten köcheln. Das wird dann so ein bisschen sirupartig. Du kannst parallel dazu die Karotten schälen. Wir machen solche Streifen nur. Ich weiß schon. Genau, die langen Streifen. Da haben wir verschiedene Farben, dunkle, gelbe und orangene. Das kocht jetzt da. Und das muss einfach so ganz langsam
vor sich hin köcheln. Also nicht sprudeln, dann haben wir gar nichts mehr drin nach 5 Minuten, sondern so ganz langsam vor sich hin köcheln. Und der Ingwer kommt wo dazu? Der kommt auch zu den Karotten. Die Karotten, der Ingwer, der wird dann in Olivenöl angedünstet. Mhm. Und der wird dann mit Balsam, wieder mit diesem milden Essig, wird der mariniert. Okay. Gut, dann haben wir dann Ingwer. Reicht da das oder mehr? Es reicht. Super. Top. Gut. Eine marinierte Lachsforelle haben wir vorbereitet. Mhm. Das muss jetzt unbedingt abkühlen, weil wenn wir das jetzt da drauf schütten, das Warme, dann ist der Fisch dann durch, oder? Mhm. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass dieses Säure, das Salzige, dass diese Marinade einzieht. Mhm. Das würde dann so ungefähr eine Stunde marinieren. Also zuerst abkühlen lassen. Genau. Und dann, ja genau, im Gelben marinieren. Und dann, ha, schau, wie schön das kann man auch echt super gut vorbereiten. Ja, genau. So ist dann fertig. Das kommt jetzt bei 100 Grad in den Backofen. So circa 10 Minuten, 12 Minuten. Da muss man halt immer schauen, wie groß der Fisch ist, oder? Also das ist auch immer so, wenn der Fisch natürlich klein ist, dann dauert es nicht so lange. Umluft. So. Genau. Fertig. Jawohl. Gut, dann holen wir die Pfanne. Da geben wir Olivenöl hinein. Ah, den Ingwer müssen wir noch hacken. Wie klein hätten Sie es denn gern, Madame? Ganz feine Streifen. Streifen? Ja. Mhm. Dünne, dünne Streifen. So. Genau. Jawohl. Und da nochmal. Da auch nochmal. Dann kommt der Ingwer hinein und eben die Karotten gleich dazu. Und das soll nur ganz leicht angedünstet werden. Also die Karotten müssen unbedingt einen Biss haben. Die sollen nicht durchgegart sein. Dann jetzt einfach die Karotten dazu. Ja. Und wie lang müssen die da jetzt? Das sind nur so 2-3 Minuten. Länger sollte man die nicht haben. Dann tun wir da ein bisschen Salz dazu. Ja. Kräutersalz oder normales Salz, das ist irgendwie wie nach Geschmack. Die sollen schön glasig werden. Schön glasig werden. Da gibt es jetzt noch einen Birnenbalsam dazu. Balsam ist was? Ist eine schwächere Form vom Essig? Ja, Balsam ist viel milder. Also beim Balsam, wenn man Balsam nimmt, dann kann man halb Olivenöl oder halb Öl und halb Balsam nehmen. So, das war's. Gut. Das war's da, das ist erledigt. Dann holen wir, glaube ich, die Buchteln aus dem Rohr. Was meinst du? Ja, die holen wir aus dem Rohr. So. Tada. Hey, super. Ja. So, ich zeige jetzt noch mal den Vergleich, weil man sieht schon ganz schön, dass unsere Buchteln, die wir zuerst gemacht sind, dass die schon richtig aufgegangen sind ein bisschen. Zack, 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 ins Rohr und dann am Ende des Tages soll das genau so ausschauen. Die können wir, glaube ich, reinstellen, oder? Ja, ja. Fürs Gehen Team dann nachher, oder? Ja, gibt's genau. Ein bisschen runter. Gut. Sehr gut. Da ist auch wichtig, dass man drauf drückt und wenn es weich ist, dann muss man es noch mal reingeben. Okay, und oder? Die sind da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man, je größer die Form ist, umso länger haben sie dann natürlich, oder? Dass sie nicht. Dass sie durchgebacken sind. Super. Die sind super durchgebacken. Da könnte man jetzt noch einen Staubzucker drauf geben und eben mit der Vanillecreme kann man das anrichten. So, ich lasse da jetzt noch mal Staubzucker drüber rieseln. Ja. Ding, ding, ding. Sehr schön. Ma, das riecht so gut. Super. Ja. Super, super. Gut. Den Fisch können wir aus dem Ofen holen. So, schau mal. Jawohl. So sollte das dann am Ende des Tages aussehen. Perfekt. Ich werde dir das anrichten. Du darfst dich entspannen. Du darfst aus dem Kühlschrank eine Flasche Wein mitnehmen. Ja, das finde ich gut. Und dich schon drüben hinsetzen und ich kümmere mich um den Rest, so wie das sein soll. Bitte Platz zu nehmen. Sich entspannen. Welchen Stuhl? Ganz egal.
Kamin, schau, wie schön. Wow. Zack. Zack. Sehr schön. Was? Sehr der Pudding schön. Kommt noch. Was sagst du? Da freue ich mich jetzt. Bist aber du schon so schön gedeckt so für dich? Werde. Ja, sehr schön. Fasst du noch mal zusammen, was wir gekocht haben? Ja. In aller Form. Wir haben heute eine lackierte Lachsforelle auf Karottenbeet. Dann haben wir Buchtelnfrische und eine Vanillecreme dazu. Yes. Danke fürs Kochen, Karin. Es hat so Spaß mit dir gemacht. Danke, dass du Fadelberg so würdig vertreten hast. Gerne geschehen. Bevor irgendwas passiert. Es war sehr nett. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf dich. Eieiei. Ich fühle mich gerade sehr weihnachtlich, muss ich sagen. Wieso? Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht, irgendwie ist gerade so weihnachtliche Stimmung. Magst du mir da den Tellerchen geben? Das ist viel, aber die Hälfte. Kommt da. Okay. Zack, schau her, so. Wunderschöne Farbe hat das Gemüse, so, das oder? Super, wunderschön. Jawohl. So. So. Jawohl, wunderbar. Und das ist so schnell gegangen und das schaut aus wie die neue Herbst-Winter-Kollektion von. Was weiß ich? Wunderschön. Zack. Drauf? Ja. Und einmal noch drauf. Und das probieren wir jetzt. Und dann würde ich noch so einen kleinen Löffel. Warte, ich hört das so. Das mache ich nicht. Die Garnitur kriegst du jetzt noch von mir. Danke. Mit Sojasauce. Wunderbar, du auch. Grandios. Jawohl. Kost mal, kost mal. Ich bin schon gespannt. Du, das sehr kann schmeckt. Nur gut sein von dir. Also. Mm. So, dieser lauwarme Fisch mit den lauwarmen Karotten. Und? Die haben noch nicht probiert. Und ein Fisch, den man mit gutem Gewissen essen kann, das finde ich auch ziemlich viel wert, oder? Absolut. Meins ist so gut. Wie heißen die roten Beeren noch einmal, die da oben sind? Rosa Beeren. Rosa Beeren. Das ist eine Chinusbeere. Unfassbar gut. Ich hoffe, Sie wollen das zu Hause nachkochen. Rezepte gibt es im ORF-Teletext 356. Bei uns auf der Homepage, in der ORF-Nachlese, extra.orf.at, haben wir alles zusammengefasst. So gut. Und ich finde, das schaut so schön aus, wenn das so kobelt ist, oder? Für dich geht es ja heute zurück ins Ländle und ich bin dann morgen unterwegs im Ländle. Freitag sind wir immer unterwegs bei Silvia Koch, draußen in den Regionen, zeigen, was kann man unternehmen, was macht man mit der Familie, wohin geht man essen. Erster. Prost, liebe Karin. Da. Auf den Nachtisch. Auf den Nachtisch, auf Vorarlberg, auf dich, deine Kochschule, dein Kochbuch, deine Gewürzküche, Gewürzwerkstatt, so heißt es. Ja, Gewürzwerkstatt. Und dazu die Vanillecreme. Wunderbar. Lauwarme Buchteln sind ja wirklich etwas vom Besten. Sehr gut. Und wie findest du jetzt die Vanillecreme? Ich finde die super. Weißt du wieso? Die ist ganz leicht, das ist nicht so eine dicke, sondern das ist. Das gleitet an den Hüften vorbei und hat sie nie gesehen. Ja, genau. Es flutscht durch. Es flutscht durch. Ja. Und damit auf Wiedersehen und Mahlzeit zu Ihnen nach Hause. Alles Liebe. Viel Freude am Tun. Servus. Machen Sie mit auf extra.orf.at und gewinnen Sie ein Blumauer Tomatenpackage zur Verfügung gestellt von Frutura. Gewinner oder Gewinnerin werden schriftlich verständigt. Viel Glück. Es ist das Beste.